Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News. Heute mit Themen wie: Ist Crytek pleite? Minecraft hat sich super verkauft, wen wundert das? Far Cry 4, Witcher 3, alle Infos geleakt und was sonst immer noch so los war. Ja, ein riesengroßes Thema war diese Woche auf jeden Fall: Ist Crytek pleite? Das in Frankfurt ansässige Unternehmen, was ja absolut für Crysis 1, Crysis 2 und Crysis 3 bekannt ist, entwickelt aktuell den Nachfolger von THQs Homefront und hat ja zum Beispiel auch Rise als Starttitel für die Xbox One entwickelt. Und da gibt es jetzt so Gerüchte, die durch den Raum schwirren, dass ehemalige Mitarbeiter sagen, Mensch, da wurde man gar nicht mehr richtig bezahlt und die ganze Firma hätte kurz vor der Pleite gestanden. Da haben natürlich die Yerli-Brüder, das sind die Besitzer, jetzt erstmal ein Gegenstatement gegeben und gesagt, halt, stopp, also uns geht's absolut gut und alles wunderbar. Andere Mitarbeiter sagen wieder, ja, in den letzten Wochen wären aber einige 100 Mitarbeiter entlassen worden und es ist schon eine ganz schön große Bude da. Ich war mal vor Ort in Frankfurt, als Crysis 3 entwickelt wurde und angeblich wurde auch die Entwicklung zu Rise 2 komplett eingestampft, also insofern das überhaupt geplant war. Wenn ich da richtig drüber Bescheid weiß, war Rise eigentlich eine reine Auftragsarbeit für Microsoft, um die Xbox One am Anfang so ein bisschen zu pushen. Also sei es drum, Crysis 3 ist ja jetzt nicht so richtig gut gelaufen, beziehungsweise nicht so gelaufen, wie sie es sich erhofft hätten, obwohl ich es toll fand, muss ich jetzt leider nochmal so sagen, und ich auch Fan bin von den Crytek-Spielen, weil ich einfach auch so eine Grafikhure bin, Entschuldigung dafür an dieser Stelle, aber eventuell ging es denen nicht so richtig gut und bei den meisten Mitarbeitern kam es dann anscheinend auch nicht ganz so toll an, dass die Jungs immer unten, also aus dem Chefbüro, mit den dicken Ferraris in der Tiefgarage stehen. Ja. Wie gesagt, bisher nur Gerüchte, bin mal gespannt, ob da noch echte Infos zu rüberkommen, aber könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne in den Videokommentaren mal eure Meinung zu dalassen. Ja, und um dann direkt irgendwie so beim gleichen Thema zu bleiben und bei Ubisoft auch wieder zu bleiben, bei Far Cry 4 gab es jetzt ähnliche Aussagen und ähnliche Skandale, oh mein Gott! Und zwar wurde da behauptet, beziehungsweise gesagt, naja, dass man auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One, hey, das gleiche bekommen würde wie beim PC in den Ultra-Settings. Und da sagt man natürlich als PC-Spieler, what the fuck, was soll das denn heißen? Wie kann denn eine Konsole genauso gut aussehen wie mein zehnfach so teurer PC? Geht ja mal gar nicht. Und dann haben die das jetzt auch schon wieder so ein bisschen relativiert und haben gesagt, ja, wir wollen halt sagen, dass die PlayStation 4-Fassung genauso super toll aussieht und dass man genau die gleiche geile Spielerfahrung hat mit denselben und bla bla bla. Und wenn ihr jetzt mich fragt, eine PC-Version sieht so oder so immer besser aus. Ende aus. Und eine PlayStation 4-Fassung wird nie so gut aussehen können wie eine PC-Fassung, wenn die in den höchsten Settings läuft. Und egal, ob sie vielleicht nicht das Letzte rausholen, die PC-Fassung wird trotzdem aussehen. Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen so Marketing-Blabla, damit man ganz einfach noch mehr Konsolenversionen verkauft, denn an den Konsolenversionen verdient man mehr Geld. Ja, absolut fantastische Verkaufszahlen konnten jetzt wieder zu Minecraft präsentiert werden. Das Spiel, bei dem ihr kleine Klötzchen aufeinander stellt. Und zwar hat sich das Spiel jetzt sage und schreibe unglaubliche 54 Millionen Mal verkauft. Unglaublich. Und so ging dann heute Morgen eine Meldung auf Twitter rum, dass, Achtung, die Konsolenversion sich derzeit sogar noch mehr verkauft hat als die PC-Version. Da habe ich mir so gedacht, ist das vielleicht, weil die PC-Version alle geklaut und geknackt hatten? Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall wird diese Zahl von 54 Millionen nicht so im Raum stehen bleiben, denn die Xbox One und die PlayStation 4 Version kommen ja erst noch. Ja, keine so richtig schöne News habe ich zu Witcher 3, denn dort wurde ein Design-Dokument geleakt, was, Achtung, spoilert. Und jetzt, das hier ist aber komplett spoilerfrei, nämlich Spoiler sind sowas von für den Arsch. Das gibt's ja gar nicht mehr. Wer das allerdings trotzdem schon mal wissen möchte, der kann das sicherlich googeln. Auf der anderen Seite hat dieses Design-Dokument jetzt neben einem vielleicht möglichen Ende verraten, auch, dass es nicht nur Witcher 3 geben wird, sondern vermutlich auch Witcher 4. Ole, ole, ole. Und zwar heißt es in diesem Dokument, dass mögliche Entscheidungen, die ihr in Hexer 3 trefft, eventuell auch im Hexer 4 drin sein werden. Und das ist natürlich jetzt schon so ein ganz klarer Hinweis darauf, dass sie es eben nicht bei einer Trilogie belassen werden. Aber im Grunde genommen hatte CD Projekt Red auch nur gesagt,
dass es eine Geralt-Trilogie ist. Ja, sie haben nie gesagt, sie stampfen danach dieses Universum schön platt ein und weg ist es. Und wenn ihr euch da so ein bisschen auskennen solltet oder auch die letzten Trailer gesehen habt, Ciri, das ist der eigentliche Hauptcharakter aus den Witcher-Büchern, neben Geralt. Also eigentlich ist Ciri sogar noch fast wichtiger oder präsenter in den Büchern. Die taucht auf jeden Fall in Witcher 3 auf und wer weiß, ob wir nicht mit ihr einen vierten Teil spielen. Also es war scheiße, dass es geleakt worden ist, aber wenn es einen vierten Teil gibt, freue ich mich jetzt schon mal. Ja, Watch Dogs kommt irgendwie auch nicht so richtig zur Ruhe, oder? Da geistern ja jetzt auch schon seit mehreren Tagen oder sind es jetzt schon seit ein, zwei Wochen die Gerüchte so durch die Gegend, dass Ubisoft diese eigentliche Version, die sie auf der E3 2012 vorgestellt haben, mal dann so grafisch so ein ganz klein bisschen so runtergedrückt haben, damit das noch aktuell überall spielbar sind. Und dann hat ein findiger Modder halt in der Tat in diesen Ubisoft, in den Datenfiles von Watch Dogs selber, Einstellungen gefunden, die Ubisoft deaktiviert hat, damit das Spiel schlechter aussieht. Was ist da los? Wollen wir nicht alle das bestmöglichst aussehende Spiel haben? Und Ubisoft hat zu diesen Vorwürfen gesagt, ja, nee, wir haben das abgeschaltet, weil das zu Problemen führt und wir raten, das auch nicht wieder einzuschalten per Mod. Und in der Tat gibt es jetzt auf Guru 3D, das ist so eine Mod-Seite, die sich halt hauptsächlich mit solchen Geschichten wie SweetFX, Texturen und sowas beschäftigt. Da konnte man zum Beispiel auch SweetFX für Elder Scrolls Online herunterladen, habe ich euch mal vorgestellt. Und dort gibt es jetzt aktuell den Worst Mod mit Maldo-Texturen inklusive in der Version 0.8. Muss mich da immer ein bisschen sammeln. Also dieser Mod führt diese ganzen ursprünglichen Effekte, die angeblich dabei sein sollten, wieder hinzu. Das ist zum Beispiel sowas wie Tiefenunschärfe. Das ganze Beleuchtungssystem ist halt geändert. Reflexionen wurden geändert und so weiter und so fort. Es gibt jetzt unterschiedliche Kameraperspektiven, wie nahe ihr an dem Charakter seid und solche Geschichten. Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr das wollt. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich habe mal kurz reingeschaut. Ich finde, es ist, wenn man spielt am PC, nicht ganz so dieser Bombeneffekt, mit dem ich gerechnet hätte, aber wirklich sieht nicht schlecht aus. Der Modder selber sagt allerdings, wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann wartet bitte auf die Version 1.0. Nämlich alles, was noch unter 1.0 ist, ist absolut Beta. 0.9 ist schon angekündigt. Wenn ihr da Bock drauf habt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jens Mattes, Creative Director von Machine Games, also aktuell verantwortlich für Wolfenstein, richtig geraten, meine Freunde, hat jetzt verlauten lassen, dass sie eigentlich ganz gerne auch Wolfenstein 2 entwickeln würden und dafür auch schon relativ konkrete Pläne im Kopf hätten. Und da das Spiel aktuell relativ gute Wertungen, so zwischen 85% und 90% einfährt, spricht da ja, glaube ich, meines Erachtens auch gar nichts gegen, oder? Ja, ich gestehe jetzt mal, das finde ich jetzt so ein ganz klein bisschen peinlich oder so irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Denn Ubisoft hat jetzt nochmal verlauten lassen, dass es, Achtung, in Rainbow Six Siege auch männliche Geiseln geben wird. Oh ja, oh mein Gott! Denn nachdem die ja auf der E3 so ein Gameplay gezeigt hatten, wo man eine weibliche Geisel rettet, oh mein Gott, kam ja dieser riesen Entrüstungssturm von Feministinnen. Oder Leuten, die Feministen irgendwas Gutes tun wollten? Ich weiß es nicht. Ich fand von vornherein. Oder müssen wir bei Super Mario demnächst auch noch nicht mehr die Prinzessin retten, sondern den kleinen Prinz? So, meine Akkuanzeige an der Kamera blinkt schon wieder ganz besorgniserregend. Und deshalb ist es heute vielleicht eine etwas kürzere Daily News geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz klein bisschen gefallen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, abonnieren drunter, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Oder Kommentar da lassen zu irgendeinem der Themen. Rechts und links zwei weitere Videos verlinkt. Und ich bin mal schnell, bevor es weg ist und so. Ihr versteht schon, ne?